So, und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in der Holzverarbeitung. Wir befinden uns wieder auf der nordfriesischen Marsch, vierfach, in der Version 1.4. Wir haben beim letzten Mal unsere Leerpalettenfabrik hier in Schwung gebracht. Wir haben das erste Mal Hackschnitzel verkauft und genau da würde ich sagen, machen wir auch weiter. Da war noch ja, ein bisschen was an Tatas brauchen. Wir nehmen wieder unseren Deutz und fahren rüber zum Hacker. So. Wir lassen wieder automatisch befüllen. Na, eine Tour kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Das ist sehr schön. Wir brauchen nämlich eine neue Zuchtmaschine, eine zweite. Oder sollen wir hingehen und uns eine leihen? Was kostet sie denn, wenn wir uns die mieten? 13.000. Pro Arbeitsstunde 8.250. Pro Arbeitstag 1.650. Basiskosten 3.300. Ach kommt, wir leihen uns die. Was soll's. So, wir setzen die Zuchtmaschine direkt an. An dem Trailer hier. Na, wir sollten vielleicht auch mal direkt ein bisschen weiter dann nach rechts. Aber auch nicht zu weit. Na, kriegen wir das in dem Leben nochmal hin? Jo, wir haben sie angesetzt. Sehr schön. Wir stellen ihn in Position, springen kurz raus, laufen rüber zu unserem. Na, was ist das? Ein Fendt. Genau, so, mit der Stumpenfräse. Bleibst du stehen. Wir springen wieder rüber zu unserem MAN, sagen volle Mi rein auf 20 Meter. Sehr hervorragend. Und wir geben Gas mit dem Fendt. Mit dem Vario 900. Auf zur Holzverarbeitung. Ja, nach dem letzten Reinfall, ja, ne, wo ich dachte, dass wir dann auch beim Palettenverkauf unsere Hackschnitze loswerden, was ja leider nicht der Fall war. Tut mir übrigens echt nochmal leid, Leute. Ich werde mich ein bisschen schlauer machen, dass ich euch da auch nicht immer so einen Mist erzähle. Wollen einfach mal gucken, dass wir alles erzählen bekommen. Kommt uns der MAN, der MAN, der folgt uns. Sehr schön. Wir fahren diese Straße jetzt durch bis zum Höhe Komposter. Und dann wollen wir Richtung Holzverarbeitung rechts abbiegen. Man könnte die Straße hier auch Deichstraße nennen, da sie ja schön hoch ist, hochgelegen. Vielleicht heißt es auch Deichstraße, wir wissen es nicht. Na, kriegen wir den nochmal gerade? Wir haben ihn gerade. Ja, es ist der Nachteil, wenn man halt mit Tastatur und Maus spielt. So, ich höre unseren MAN im Nacken. Wir biegen hier großzügig ab. Folgt uns der MAN? Der MAN, er folgt uns unermüdlich. Wir folgen den Straßenverlauf. Und da vorne die erste Straße.
warten wir mal, weil ich möchte mal ganz gerne was nachgucken. Können wir nicht geradeaus durch den Wald und dann darüber fahren? Ist ein bisschen schlecht. Da würde ich dann sagen, dass wir den normalen Weg fahren, hier rechts abbiegen und dann halt durch die Obstfarm. Wir gucken jetzt mal, ob wir ziemlich zügig da sind, dass wir auch denn die ersten Stumpfen mal fräsen können. Dass da dies dann auch mal erledigt ist. Und werden auch wohl das erste Mal unser großes Wasserfass mal befüllen. So, nehmen wir uns die Abkürzung. Fahren wir über der Obstfarm. Quer durch den Wald. Wir nehmen die Abkürzung, egal. So. Oh, mal gucken, ob wir schön mittig ansetzen können. So, unseren Fendt lassen wir ein paar Meter weiter rollen. Wir schnappen uns schnell den MAN, wenn er kommt. Komm, 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 komm. Komm, und wir sitzen drin. Super, wir entlassen. Follow me. Wir fahren mit den MAN hier vorne. Schauen wir mal, wo wir hier Wasser bekommen. Irgendwo muss doch hier ein Graben sein. Natürlich nicht. In der Nähe. Ist ja nicht das Problem. Da gibt es ja auch eigentlich so einen schönen platzierbaren Mod. Der nennt sich Oggerschacht. Der Oggerschacht. Und den können wir natürlich nirgendwo platzieren. Das wäre es jetzt. Da können wir ihn platzieren. Alles super. Dann wollen wir mal etwas zurücksetzen, so dass wir einen Trigger finden und dann auf der Taste R. Der möchte den Trigger nicht haben. Warum nicht? Für Menü. Eigentlich nicht nur Auflieger. Doch, ich muss den wohl noch. So, mit Taste R befüllen wir ihn. Unser Deutz ist fertig. Ist voll geladen. Wir fahren raus. Wir fahren ihn hier rüber. Zu unserem kleinen Hackschnitzel. Verkauf. Dann wollen wir gleich mal gucken, was die Produktionen machen, weil, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, stehen die gerade still. Du sollst bitte hier ranfahren und den Trigger erkennen, bitte. Was ist los? Warum nimmt er den Trigger nicht? Warum nimmt er den Trigger nicht? War ich zu weit weg, oder? Dann drehen wir halt nochmal eine kleine Extra-Runde. Thank you.
Jetzt, Sadan, ich denke mal, ich war einfach nur zu weit weg. Unsere Gelduhr, die rast ein wenig. Rasen ist was anderes, das wäre noch schöner. Aber das ganz große Geld, das wird ja noch kommen. So, wir setzen mal unsere Fräse an. Also pro Anhängerladung knapp 9000. Also wir haben noch nicht mal die Kosten drin für das Mieten des M1. Wir schmeißen die Fräse an und senken sie das erste Mal. Da haben wir den ersten Stumpfen entfernt. Wir heben sie, fahren zum nächsten. Gehen auf Senken. Und schon ist der nächste entfernt. Wollen wir mal gucken, wie weit wir dann jetzt hier noch kommen. So. Und der dritte entfernt. Können wir da nicht auch direkt so drüber fahren? Der Stumpfen ist auch entfernt. Ja, wir haben aber doch schon so einige Bäume gefällt, ne? Müssten wir mal demnächst mal gucken, ob wir neue Setzlinge bekommen. Oder wie wir es am besten machen, das ist dann die Frage. Wir schauen einfach mal, was die Zeit uns bringt. Wir entfernen hier vorne noch den letzten Baumstamm. Der ist etwas höher. Oh, mal gucken, ob wir da rankommen. Und da ist er auch weg. Super. Wir schauen rüber zu unserem Wassertrailer. Der ist voll. So, wir brauchen Wasser bei der Kohlefabrik für die Holzkohle. Fahren wir dort rüber. So, da ist die Annahmestelle hier an der Seite. Und dann wollen wir mal Wasser abliefern. So, unsere Holzbretterpalettenfabrik ist auch noch fleißig am Arbeiten. Wir haben 12.000 Liter Brennstoffe da, noch 169.000 Holz, das ist sehr schön, und 20.000 Hackschnitzel als Abraum, auch sehr schön. Wir schnappen uns mal eben schnell eine Palette. Wenn wir hier rauskommen und nicht festpacken. Wir schnappen uns die Palette, bringen sie mal eben raus. Wir bringen sie rüber zur Palettenfabrik. Dass der Nachschub hier gesichert ist. Und drin ist sie. Hier haben wir jetzt 19.500 Liter Bretterpaletten drin. Und Hackschnitzel
Knapp 8000. Ah, das heißt, wir hätten rein theoretisch auch nochmal einen Anhänger voll. Naja, schauen wir einfach mal in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet und beim nächsten Mal wieder reinschauen würdet. Bis dorthin und tschüss.